Ach, das ist schon wieder am Dach. Oder? Du bist das. Bleib mal da. Steig ein! Oh oh. Steig nicht ein! Was auch immer du tust. Hast du den Punkt überhaupt schon eingesammelt? Nö. Dann habe ich gerade unser Fluchtfahrzeug vernichtet. Für nichts und wieder nichts. Der Hubschrauber. Ich hole jetzt mal eben den Punkt. Du musst rein und dann über die Stahltreppe aufs Dach. Endlich ist der Hubschrauber in die Luft geflogen. Ob Santa Blanca viele von denen verleiht? Oben zu bleiben? Mhm. So, von hier aus können wir eigentlich relativ schnell da zur Story-Mission. Ach, das ist jetzt wieder in dem Gebiet, wo wir eigentlich auch sein wollten. Mhm. Und hier fangen wir jetzt an. Ich schlage vor, wir nehmen erstmal diesen Turm hier ein. Ich sehe eine montierte Waffe.
Feind gesichtet. Was genau sollen wir da machen? Erreichen Sie die Basis. Mehr kann ich gerade nicht sehen. Ach, da noch und da noch. Schon gut. Bleibst du hier in der Nähe? Ich habe eine Idee. Isolationszentrum in Via Verde sein. Der örtliche Buchon muss hier ein Quartier haben. Sehen wir uns um. Wo rennst du hin? Sehe Kartellschützen mit schwerem MG. Wo hast du sie? Ein Gebäudeeingang. Ich versuche auf die andere Seite zu kommen. Wie kann ich nochmal tauchen? B gedrückt halten? Ist ja schön und gut hier mit dem Turm, aber von hier aus triffst du halt niemanden. Jetzt wollte ich mal gucken, ob ich von der anderen Seite mehr treffe. Nee, ich glaube die gleichen Leute nur. Den könnte ich. Bringt uns aber nichts. Er steht halt mittendrin. Ein Drecksack weniger. So. Ach, was ist das denn hier? Warum kommen die denn alle hier rüber? Was ist denn hier los? Ja, warum kommen die alle zu mir hier? Ich kann die ganz gut im Nahkampf wegmachen. Jetzt hole ich mir den Typen hier in den Bunker noch. Wandern die denn alle hier hin und her? Ich meine, die liegen jetzt hier alle in dem Waldstück. Ach, jetzt kommt er auch noch, natürlich. Ich weiß nicht, ob er da alleine steht.
Ziel egal. Eliminiert. Was? Im Ernst, als ob. Nein! Ich sehe eine montierte Waffe. Oh, Scheiße! Gott, Mist, ey. Vorsicht, hier rennt so ein schwerer Maschinengewehrtyp rum. Ich sehe, wo du liegst, aber ich sehe nicht, wo und wie viele Gegner da sind. Einer kommt gerade rüber zu dir, glaube ich. Ja, genau der. Da kommt der nächste, macht genau denselben Fehler. Oh, daneben. Oh, schon wieder daneben. Was machst du denn? Ich lass mich mal bei dir wiederbeleben. Wer schießt hier? Das frage ich mich auch gerade. Abschuss bestätigt. Gut gemacht. Räumt er auf und dann weiter. Okay, dieser eine Typ mit den zwei Strichen lebt die ganze Zeit und der hat noch keine Verstärkung gerufen. Hier ist ein Sicario. Der Schießstand. Schau mal rein. Ich sehe ein Hauptgebäude des Kartells. Sehen wir es uns an. Ziel eliminiert. Oh, mehr Skillpunkte. Ja, bitte. Das ist ja mein kleines Arsenal. Das ist selbstgemachte Schrotmunition. Mexikanische Pesos und Vogelschrot. Das ist sein Markenzeichen. Wenn El Wey jemanden umlegt, sollen alle wissen, dass er es war. Sagen wir Bowman Bescheid. Das zu meiner Klasse A-Uniform passt. So. Dafür hey, sind wir jetzt echt gekommen. El Wey eine Falle stellen. Wie wär's, wenn wir den Indikathauptmann töten und El Wey selbst gebastelte Patronen am Tatort hinterlassen? Wie gemein. Legen Sie los. Wow, was für ein genialer Plan. Mhm. Wir können den einen schießen. Und sieht so aus, als wenn der andere ist. Soll ich dich abholen? Wenn du ganz aufs Dach kommst, komm ich dich abholen. Yeah. Kommt man aufs Dach? Ich glaube nicht. Warte mal kurz. Nee, das ist kein Weg aufs Dach. Kommt auch zum Hubschrauberplatz. Ich wollte hier auf dem Wellblechdach landen. Stehen. Ah, okay, warte.
Eine Ladung mit Pesos und Vogelschrot gefällt mir. Als Kind hatte ich einen Nachbarn, der seine Büchse mit Steinsalz geladen hat. Da wird ja das Salz direkt in die Wunde gestreut. Nett. Yeah. Wir können davon schon wieder ein Labor kaputt machen. Oder den Skillpunkte einsammeln. Ich dachte, wir sind noch mitten in der Mission drin. Wir müssen jetzt da oben den Typen. Nee, unsere, die Mission war, dass wir diese Shotgun-Shell da. Ja, aber es ging doch jetzt direkt einsammeln. Weiter, oder nicht? Also, Kill Lieutenant Blunt? Ben. Ja, bei mir steht, dass das jetzt eine Folgemission ist. Wo ist denn das? Da oben, 5 Kilometer geradeaus. Das ist ja super weit weg. Ja. Also so. Die Folgemission. Ja, dann okay. Nach der Mission will ich erstmal für heute Feierabend machen, glaube ich. Ja. Oh, hier sieht es dann wieder ganz anders aus, ne? Bauen die Leute hier schon Coca an? Hier sind überall Felder. Die Bauern pflanzen das Zeug hier in Jungas schon seit Jahrtausenden an. Aber so richtig ging es mit dem Kokain hier erst in den 80ern los. Die bolivianische Wirtschaft stand am Abgrund. Die Leute bauten Coca an, um zu überleben. Und heute ist es Teil ihres Alltags. Wie zum Teufel soll man sowas stoppen? Frag nicht mich, ist nicht meine Gehaltsklasse. Alles okay, alles okay. Von hier kommen wir doch nie wieder weg. Ist das die Pyrolusitmine? Die ist ja viel moderner, als ich dachte. Das verdanken die Leute Santa Blanca. Eigentlich müssten sie ihnen dafür danken. Das Kartell hat die Mine den ganzen Kram gebaut. Ist bestimmt auch sicherer als die anderen Minen hier. Bisschen höher. Ich zieh schon ganz nach oben. Bisschen zur Seite. Wow. Geronimo! Und genau 2 Zentimeter vom Boden mache ich den Fallschirm auf. Upsi. Die Demokratie ist da. Schlecht geparkt, würde ich sagen. Ich sehe ein zweites Ziel. Ich sehe jetzt hoffentlich nicht allzu viele. Ich da ist er. Schalten wir ihn aus. Einfach nur erschießen und dann schmeißen wir das Ding dahin, oder wie? So hat das sich gerade angehört, ja. Drüben sind Lichtpaneele. Okay. Oh. Einen Sniper kriege ich. Soll ich? Alle? Ich bin noch nicht mit meiner Aufklärung fertig. Na gut, ich bin mit meiner Aufklärung fertig. Ein Unidad-Vogel, aufpassen! Oh, 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 oh. Über uns. Hinlegen. Ich schieße jetzt einfach auf den Hubschrauber. Perfekt. Also den Sniper könnte ich immer noch kriegen. Ja, dann go go. Ziel Nummer 10 da. Der Hubschrauber auch nochmal ab oder bleibt der auf ewig hier?
Kommt man hier jetzt wieder nicht durch, weil hier 10 Kilometer Zaun drum sind? Was? Was? Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Aber die haben ihren Freund gefunden, oder? Kann sein. Ja, sieht so aus. Ja, dann sag mal, bis die sich wieder beruhigt haben. Schon gut. Oder töte einfach den Captain. Weißt du was, wenn wir schon dabei sind? Dieser fröhliche Rebell hier wird uns helfen. Ich glaube, ich hab's geschafft. Ja. Der Beweis für den Verrat liegt direkt tot daneben. Aber die werden es alle glauben. Beide. Wir liegen einfach beide neben dem Tod. Das war Delaware. Das war nicht diese amerikanische Spezialeinheit. Aber da liegt doch die Munition. Vor allen Dingen liegen wir echt daneben und er hat einfach auch eine Sniperkugel im Kopf stecken, aber es war bestimmt getan. Meine Fingerabdrücke sind wortwörtlich an diesem Ding. Das war das perfekte Verbrechen. Ja, mit dieser großartigen Aktion würde ich sagen, verabschieden wir uns erstmal wieder. Ja, das müssen wir erstmal nochmal toppen. Ja. Ah, auch nicht so viel. Er ist gesund.